Mein Name ist Roman Pertl, ich bin 24 Jahre alt und studiere Schauspiel an der Folkwang-Universität der Künste in Essen und Bochum, ehemals Westfälische Schauspielschule Bochum. Ich bin also noch Eleve. Was ich an meinem Studium gerade so toll finde, ist, dass ich jetzt noch ganz viel Freiheiten habe, dass ich mich ausprobieren kann und eigentlich will ich das auch später nicht verlieren. Also wenn man mich jetzt fragt, welche Rollen ich spielen will oder was für ein Rollenprofil ich erfüllen will, dann will ich eigentlich auch in Zukunft gar keine Antwort darauf wissen wollen. Also welchen Typus ich spielen will, das, ob ich jetzt den jugendlichen Typus oder den verwegenen Held oder sowas in Richtung Marlon Brando oder was weiß ich, das weiß ich gar nicht. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut so noch. Was ich trotzdem wichtig finde und was ich ganz, ganz toll in diesem Beruf finde, ist, dass es dann doch immer wieder um den Menschen geht. Weil ich finde, dass Menschen eigentlich das Faszinierendste sind, was einem so begegnen kann. Und da bin ich einmal selbst, und das ist ja auch schon kompliziert genug, mir selbst zu begegnen, und dann aber noch ganz viele andere. Und weil ich mir so einen schönen Beruf ausgesucht habe, der dann das Spielen quasi kultiviert, kann ich mich eigentlich nur noch darauf freuen, mich Menschen spielerisch zu widmen. Das klingt doch eigentlich ganz gut.